Hey Leute, ich bin's wieder, der Leo. Und Streamer beschweren sich die ganze Zeit, dass es so teuer ist, seinen Stream zu verbessern. Deswegen zeige ich euch heute 5 mini-klitzekleine Verbesserungen, die man machen kann und auch noch keinen Cent kosten. Wir fangen sofort an, würde ich sagen. Erster kleiner Tipp: No Clipping. Passt auf euer Mikrofon auf. Hört ihr das? So klingt es bei so vielen Streamern. Genau so. Und hört sich das nicht schrecklich an? So klingt es. Oh Gott! Und dabei ist es so einfach zu ändern. Die Qualität eures Sounds ist so wichtig. Menschen fühlen sich sofort abgeneigt von den extrem nervig klingenden Sachen. Zum Beispiel Baustellenlärm. Oder kennt ihr das, wenn ihr eine Elektronik habt, wo so ein richtiges, ekliges Fiepen rauskommt? Ihr habt in OBS oder in sonstigen Streaming-Softwares immer unten eine Anzeige für euren Sound bzw. für euer Mikro. Und das Einzige, was ihr beachten müsst, ihr dürft nicht in den roten Bereich kommen. Weil wenn es in den roten Bereich kommt, dann sieht das nämlich so aus, eure Soundkurve. Der Sound wird oben abgecuttet, weil das Mikrofon es nicht mehr nehmen kann, weil die Software den Sound nicht mehr aufnehmen kann. Und dadurch entsteht dieser Krrk, Krrk. Aber passt auch auf, dass ihr nicht die ganze Zeit nur im grünen Bereich seid. Dann ist es nämlich wahrscheinlich ein bisschen zu leise. Also versucht am besten immer im gelben Bereich zu sein. Das ist genau der, das ist der Sweet Spot, das ist der. Also entweder geht ihr an den Gain von eurem Mic und dreht den runter, wenn ihr im roten Bereich seid. Oder ihr geht einfach in OBS oder eure Streaming-Software und regelt dort den Sound runter, damit ihr auch dort nicht mehr im roten Bereich seid. Es gibt bestimmt für jede Marke von Mikrofonen oder je nachdem, was für Mikrofone ihr habt, 1000 andere Softwares, die es dazu gibt. Und da müsst ihr einfach mal rumgucken. Deswegen, bevor ihr live geht, testet euren Sound. Macht euch ein Testprofil auf Twitch und streamt auf diesem Testprofil und hört euch selber zu oder bittet einen Freund zuzuhören. Aber wenn ihr mehr zu Sound wissen wollt, dann sagt mir in den Comments Bescheid, weil da kann man, glaube ich, ein komplettes Video von machen. Sound ist ein sehr komplexes Thema und ich habe das selber noch nicht komplett rausgefunden. Ich finde es immer noch nicht perfekt, wie es bei mir klingt. Aber Hauptsache, es klingt nicht eklig und nervig. Winziger Tipp Nummer 2. Licht. 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 Nach der Soundqualität kommt dann ziemlich schnell die Bildqualität eurer Kamera. Aber Leo, ich will mir keine 2000 Euro Kamera kaufen. Das muss auch keiner machen. Das ist vollkommen übertrieben für einen Stream. Wenn ihr das Geld habt, ja damit, ne? Ihr wisst meine Meinung dazu. Aber es ist vollkommen übertrieben. Eine Logitech C920 reicht vollkommen aus. Da kann man nämlich mehr rausholen, als ihr denkt. Nur, um das Beste rauszuholen, vergessen die meisten das Wichtigste. Licht, Licht, Licht. Boom! Strahlt euch mit Licht zu. Sucht in eurem kompletten Haushalt nach Lampen, Lampenständern, Glühbirnen und stellt die vor euch und testet drum so lange, bis man euch... Denn ich sehe so viele Streamer, die komplett in ihrer Dunkelheit sitzen, nur allein von dem Licht des Bildschirms bestrahlt. Aber wollt ihr nicht gesehen werden? Wie soll man eine Beziehung zu euch aufbauen, wenn man euch nicht sieht? Die meisten Webcams haben natürlich einen winzigen Chip, wodurch die Bildqualität bei geringem Licht sofort abkackt. Und dadurch seid ihr sofort unscharf bzw. sehr pixelig und es flimmert das Bild so. Deswegen holt euch all die Lampen, die ihr in eurem Haushalt finden könnt und stellt die vor euch. Blendet euch so richtig zu. Und ja, das blendet. Das ist sogar unangenehm. Aber wer glaubt, dass Stream ein Zuckerschlecken ist, kann es gleich wieder sein lassen. Aber ich verspreche euch, nach einer Woche im Rampenlicht habt ihr euch daran gewöhnt und ihr findet es überhaupt nicht mehr schlimm, geblendet zu werden. Aber es ist verdammt wichtig, damit man euch sehen kann. Also her mit den Lichtern. Und wenn ihr ein bisschen Geld ausgeben wollt, dann macht das auf jeden Fall für Licht. Da lohnt sich's nämlich wirklich. Und auf Amazon gibt es super billige Angebote. Da gibt es Softboxen für um die 30 Euro und damit ist euer kompletter Raum einfach hell beleuchtet. Winzig kleiner Tipp Nummer 3. Eure Kamera-Settings. Ach ja, die Autofunktion. Ist es nicht wunderschön, wenn ein Computer alles für einen übernimmt?
Man kann sich zurücklehnen und die Kamera macht alles für einen. Sie stellt einen scharf, egal wo man ist. Sie stellt den Weißabgleich richtig, egal in was für einem Lichtverhältnis man sich befindet. Sie macht sogar die Helligkeit, reguliert sie. Also wenn es ein bisschen dunkler kurz wird, dann macht die Kamera sich einfach wieder heller. Das ist sehr angenehm. Aber die Qualität leidet darunter immens. Die meisten lassen ihre Camera-Settings alle auf Auto. Und das ist sehr angenehm, aber wenn man sich ein bisschen Mühe geben will mit seiner Bildqualität im Stream, dann sollte man schnell diese ganzen Häkchen wegmachen. Und ich rede von Weißabgleich, Fokus und Belichtung. Fangen wir mit dem Weißabgleich an. Das ist das Einfachste, was man sofort auf manuell stellen kann. Der Weißabgleich ist nichts anderes als die Temperatur eures Bildes. Nur leider versucht, wenn ihr das auf Auto habt, die Kamera ständig den Weißabgleich anzupassen, je nachdem, wo ihr euch befindet, je nachdem, wie sich das Licht vielleicht ändert draußen, wenn ihr ein Fenster habt. Ich habe keins. Wann war ich das letzte Mal im Licht, ey? Na egal. Und ihr solltet auf jeden Fall das ausstellen, weil das ist sehr, sehr nervig, dem zuzuschauen, wie sich ständig die Farben im Bild verändern. Also sucht euch einen Ton raus, der euch gefällt und der vor allem aber eure Hautfarbe natürlich aussehen lässt. Als nächstes ist die Belichtung. Auch hier, die Kamera versucht ständig die Belichtung anzupassen, wenn ihr das auf Auto gestellt habt. Und das kann auch sehr nervig sein, wenn das Bild dauernd heller oder dunkler wird. Also weg mit dem Häkchen da, macht es eher zu dunkel und stellt dafür euer Licht hoch, weil dadurch wird auch die Bildqualität besser. Weil dadurch, habe ich ja vorhin bei Licht schon gemeint, mehr Licht, der Chip hat nicht so viel zu arbeiten und euer Bild kriegt sofort eine viel bessere Qualität. Als letztes in den Kamerasettings hätten wir dann noch den Fokus. Und ihr könnt es in meinem ersten Support-Video sehen. Leider habe ich bei dem Video eine Digitalkamera benutzt, bei der man den Autofokus nicht ausstellen konnte. Dadurch gibt es diesen seltsamen Effekt, dass das Bild so ein bisschen wabbelt, so wabert, so hin und her. Die Schärfe wandert die ganze Zeit so ein bisschen hin und her, weil die Kamera versucht ständig perfekt das Objekt im Zentrum scharf zu stellen. Aber wenn du dich die ganze Zeit bewegst, kommt sie natürlich nicht hinterher und es macht so ein bisschen so einen Wackeleffekt. Oder ihr kennt es bestimmt auch, ihr schaut dem Stream zu und auf einmal ist der Streamer komplett unscharf. So richtig unscharf und dann muss der Streamer so seltsame Verrenkungen machen. Entschuldigt Leute, aber ich muss kurz gucken, dass ich mich wieder scharf stelle. Kamehameha. Das lässt sich ganz einfach verhindern, indem man auch hier das Autohäkchen wegmacht. Ihr werdet im Stream euch kaum bewegen, oder? Ihr werdet jetzt nicht auf einmal hier sein und auf einmal da hinten sein, sondern ihr werdet ungefähr immer an der gleichen Position sein. Also wenn ihr immer an der gleichen Position seid, auf jeden Fall weg mit dem Haken. Wenn ihr euch viel bewegt und ihr wollt wirklich, dass ihr immer scharf seid, dann macht den Haken an natürlich. Aber rechnet dann damit mit diesem seltsamen, wabernden Bild. Mini, weenie, kleenie, kleinie, tipsy Nummer 4. Die Blickrichtung. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt und die meisten beachten das nicht. Guckt mal, was sieht besser aus, wenn ich so bin oder wenn ich so bin? Eindeutig das hier, oder? Denn ich gucke zu meinem Gameplay hin und das ist ja nur logisch. Ich sehe so viele Streamer, die ihren Körper und ihr Gesicht von ihrem Gameplay oder was auch immer sie streamen, wegrichten. Wahrscheinlich, weil die Kamera so besser eingestellt ist, wahrscheinlich, weil die Bildschirme so passen, wahrscheinlich, weil der Stuhl so besser ist. Ich weiß es nicht warum, aber es sieht einfach seltsam aus, finde ich. Man will doch eine Welt erschaffen, die natürlich aussieht, wo man sich drin verlieren kann. Und ich finde, das reißt einen raus, weil ich gucke doch meinem Gameplay zu, also soll doch auch der Zuschauer sehen, wie ich meinem Gameplay zuschaue. Und es ist so einfach. Entweder natürlich, ihr richtet eure Kamera anders ein, ihr richtet euren Schreibtisch anders ein, ihr richtet euren Monitor anders rein, ich weiß es nicht. Wenn es alles zu umständlich für euch ist, dann spiegelt einfach die Kamera. Natürlich werden dann so Sachen, Schriften auf T-Shirts oder irgendwelche Schriften im Hintergrund spiegelverkehrt sein, aber das ist doch lang nicht so wichtig, wie zu seinem Gameplay hinzuschauen. Ich finde, es macht einen riesen Unterschied und ich finde, das sollte jeder machen.
warum sollte ich weg von meinem Gameplay schauen? Es macht für mich einfach keinen Sinn. Kleiner Punkt Nummer 4. Ein Backup-Script haben. Wenn komplette Stille ist in eurem Stream, keiner schreibt im Chat, ihr wisst nicht mehr, was ihr sagen sollt, könnt ihr natürlich immer einfach kommentieren, was ihr gerade macht, 1:1. Oh, guckt mal, ich gehe gerade hoch, oh, was ist denn da, oh, la la la, bla bla bla. Und es ist auf jeden Fall besser, als die ganze Zeit nichts zu sagen. Aber selbst das kann nach einer Zeit langweilig für den Zuschauer sein, weil es einfach sehr monoton ist. Also warum nicht ein Word-Dokument offen haben, wo einfach ein paar aktuelle Pop-Culture-Themen draufstehen. Neue Game of Thrones-Folge, der neue Sonic-Trailer. Es gibt so viele Sachen, über die man reden kann. Jeden Tag gibt es neue News. Also redet einfach darüber, gebt eure Meinung kund und vielleicht kommt jemand, fühlt sich angesprochen und gibt auch seine Meinung. Und dann habt ihr sofort eine Unterhaltung. Das kostet euch vielleicht 10 Minuten am Tag oder in der Woche, je nachdem wie viel ihr aufschreibt, aber es kann die Stille in eurem Stream füllen. Meine Lieben, das waren 5 kleine Tipps, wie ihr euren Stream verbessern könnt, ohne auch nur einen Cent auszugeben. Wenn ihr all diese Tipps bereits berücksichtigt, okay, dann solltet ihr vielleicht doch ein paar Euros ausgeben, wenn ihr euren Stream noch besser machen wollt. Aber wenn ihr diese Tipps berücksichtigt, habt ihr, glaube ich, schon anderen Streamen einiges voraus. Was für Anschaffungen man am besten macht, darüber mache ich auch noch mal bald ein Video, denn das finde ich auch sehr wichtig, in welcher Reihenfolge man sich technische Anschaffungen leisten sollte, bevor man zu irgendwelchen Sachen springt, die viel zu over the top sind oder überhaupt nicht den Entertainment-Grad erhöhen etc. Apropos Entertainment-Grad, darüber habe ich ja auch in den letzten Videos geredet. Also wenn ihr Bock habt, die auszuchecken, einfach hier klicken. Ich bin überzeugt davon, die können Neulingen sehr, sehr helfen. Lasst mich in den Comments wissen, ob ich euch helfen konnte, ob ihr all diese Tipps bereits berücksichtigt. Würde mich wirklich sehr interessieren. Ansonsten, wenn euch die Sachen gefallen, die ihr hier seht, würde es mich mega freuen, wenn ihr den Channel abonniert. Und ja, ansonsten sehen wir uns vielleicht in meinen Livestreams und bis zum nächsten Mal. Tschüss!